Hallo zusammen, für alle, die neu auf meinem Kanal sind, ich bin Siegfried Eichhorn, Filmemacher und stelle euch in dem Video ein Funk-Mikrofon-Lavalier-Set von Sennheiser vor. Ich habe lange nach so einem Set gesucht, jetzt habe ich es endlich gefunden und ich sage euch auch, warum ich das so geil finde. In der Vergangenheit habe ich meine Interviews mit diesen Zoom H1-Geräten gefilmt. Das ist ein internes Aufnahmegerät, also der Ton wird nur hier auf SD-Karten aufgenommen und in der Post-Production musste ich den Ton immer wieder an das Bild angleichen, die Spuren anpassen und es war sehr, sehr zeitaufwendig. Ich hatte in der Vergangenheit nie die Möglichkeit, über Funk-Lavalier diese Interviews aufzunehmen, weil die Funksets einfach viel zu teuer waren. Also die gingen los im Bereich von 800 Euro aufwärts. Jetzt hat Sennheiser Abhilfe geschaffen und geht damit direkt auf Filmemacher zu, die mit Systemkameras, DSLR-Kameras solche Produktionen umsetzen. Sie haben ein Funk-Wireless-Mikrofon-Set-Lavalier-Set auf den Markt gebracht, welches 400 Euro kostet und einen ganz, ganz passablen Ton liefern. Ich habe das Set jetzt 3 Wochen im Einsatz, habe einige Sachen schon damit gefilmt, bin recht begeistert und werde mir sogar noch ein zweites Set kaufen bzw. einen zweiten Sender, damit ich auch 2 Personen gleichzeitig interviewen kann. Diese Zoom H1 Teile nochmal sind wirklich im Low-Budget-Bereich, wenn ihr gerade angefangen habt, die richtige Wahl. Ihr müsst nur wissen, ihr habt in der Post-Production sehr, sehr viel Arbeit damit, den Ton an das Bild anzugleichen. Jetzt gehe ich mal auf das Kit ein, welches ich mir geholt habe. Ich habe mir dieses Lavalier-Set geholt. Dabei ist ein Sender, ein Empfänger, ein Cold-Shoe-Mount, damit ihr den Empfänger auf die Kamera ganz gut oben drauf bauen könnt, ein USB-C-Ladekabel und ich habe es jetzt hier auch gerade dran, das Lavalier-Mikrofon. Der Ton, den ich jetzt aufnehme, ist auch direkt über das Lav-Mic aufgenommen von Sennheiser. Da könnt ihr euch direkt den Eindruck verschaffen, wie gut der Ton eigentlich ankommt. Es gibt ja noch das Rode Filmmaker Kit, das habe ich mir nie geholt, das ist zwar auch günstig, aber es ist recht klobig. Und das ist der Sennheiser, es ist wirklich winzig, also das ist jetzt der Sender, aber der Empfänger ist ganz genauso groß. Er ist wirklich mini, das Teil kann in der Hosentasche sehr gut bequem verstaut werden oder eben auch in der Jackeninnentasche vom Sprecher. Was dieses Gerät auch noch auszeichnet, ist der hohe Bedienkomfort. Sender und Empfänger haben nur eine einzige Taste. Wenn ihr die 3 Sekunden lang drückt, verbinden sich beide Geräte automatisch und der Ton wird intern in der Kamera aufgenommen. Mit dieser einen Taste könnt ihr den Sender oder auch den Empfänger auf Mute stellen. Ihr seht an der Taste, wenn sie kurz gedrückt wird, wie der Batteriestatus ist. Und auch, wenn ihr euch zu weit weg von der Kamera oder dem Empfänger entfernt, dass der Empfang abbricht. Der bricht so bei ca. 75 Meter ab, das ist in der Beschreibung angegeben. Ich mache nachher noch den Range-Test draußen und schaue, wie weit ich mich wirklich von dem Empfänger wegbewegen kann. An wen richtet sich dieses Lav-Set? Ich würde sagen an Filmemacher, die kein Riesenbudget zur Verfügung haben, sich für 1.000, 2.000 Euro richtig geile Mikros zu kaufen, aber dennoch ein Mikro haben, mit dem sie passablen Sound wie diesen jetzt, ihr hört ihn ja gerade, aufnehmen können. Mal schauen, ob die Verbindung abbricht oder ob das so funktioniert, wie es funktioniert. Es ist super windig hier am Steg. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut der Ton ist, aber die Verbindung scheint immer noch zu halten. Alles ist cool. Die Drohne fliegt gerade über meinen Kopf. Yes. Das Lavalier-Set sendet im 2,4 GHz Band, das heißt Sender und Empfänger sprechen alle 3 Millisekunden miteinander und stellen so das bestmögliche Signal her, dass keine Tonausfälle auftreten können. Ihr könnt das Ding weltweit verwenden aufgrund von diesem ganz üblichen 2,4 GHz Band, was super praktisch ist. Damit ihr die Teile auch nicht verwechselt, weil die sehen wirklich identisch aus, ist auf der Rückseite beim Sender ein Mikrofon angegeben. Und an der Kamera am Empfänger steht eben ja, das Kamerasymbol, ich zeige es euch kurz.
Wichtig ist, was mir aufgefallen ist, dass diese eine sehr hohe Ausgangsleistung haben. Das heißt, an der Kamera selber müsst ihr den Ton auf 2 runterregeln. Ich zeige es euch mal ganz kurz am Display meiner Kamera. Ich hatte vorher Level 15 vom internen Mikrofon eingestellt. Ist viel zu hoch, da ist es übersteuert. Ihr müsst wirklich auf 2 runtergehen und dann ist der Ton so, wie ihr ihn jetzt gerade hört. Ich mache jetzt in der Post nichts mehr an dem Ton. Passt so, wie es ist. Ja, und wenn ihr mehrere Sets im Einsatz habt, liefert Sennheiser auch diese praktischen bunten Aufkleber, damit ihr die auch kennzeichnen könnt. Hinter mir ist das schöne Alpenpanorama zu sehen und auf dieser verkehrsberuhigten Straße möchte ich jetzt wirklich den Range-Test ausreizen und schauen, wie weit kann ich mich mit meinem Elektroskateboard weg von der Kamera bewegen, bis der Ton tatsächlich abbricht. Ich sehe es an meinem Mikrofon, wenn diese Leuchte rot leuchtet, ist die Verbindung weg und dann weiß ich, okay, ich kann umkehren. Ich bin jetzt gute 10 Meter weg, fahre die schöne Straße entlang, jetzt circa 40 Meter weg. Hier an dem Punkt, ich winke jetzt mal, mein Kameramann ist jetzt tatsächlich, hier bricht der Empfang ab, hier geht nichts mehr. Schöne Ausfahrt, ihr habt jetzt genau gesehen, dass ich gut an die 100 Meter mich wegbewegen kann mit dem Lavalier Funkset. Geiles Teil, jetzt geht es an die Vorteile und an die Nachteile von diesem Lavalier Set. Bye bye, bis gleich. Vorteil 1 ist der gute Ton, der hier intern in der Kamera über das Funkmikrofon Set aufgenommen werden kann, eignet sich für Interviewsituationen oder eben auch so für YouTuber wie mich sehr, sehr gut. Punkt 2 ist der hohe Bedienkomfort. Mit dieser einen Taste könnt ihr beide Geräte, also Sender und Empfänger, innerhalb von 3 Sekunden verbinden. Sonst muss man nichts weiter tun. Top, einfacher geht's gar nicht. Da hat Sennheiser wirklich mitgedacht. Die eine LED-Leuchte liefert euch immer den aktuellen Batteriestatus. Mit einmal drücken könnt ihr sehen, ob da noch 50% oder 75% Akku drin sind. Auch sehr, sehr gut gelöst. Man kann auch über den Empfänger oder auch über den Sender das Gerät auf Mute schalten, wenn man kurz drauf drückt. Mache ich jetzt nicht, sonst hört er mich nicht. Letzter Vorteil, den ich bei dem Ding sehe, dass man wirklich 4 Sender mit einem Empfänger koppeln kann. Ich werde mir hier noch diesen Sender kaufen, damit ich auch 2 Interviewpartner gleichzeitig aufnehmen kann. Einziger Nachteil, der mit dem Set verbunden ist, ist die Akkulaufzeit von 5 Stunden. Für meine Zwecke reichen mir 5 Stunden völlig aus, aber das ist wirklich ein interner Nachteil. Ihr müsstet, wenn ihr den ganzen Tag Interviews shooten wollt, hier eine Powerbank anschließen an dem Empfänger und auch am Sender. Wäre eine Lösung, weil dann könnt ihr mit einer angeschlossenen Powerbank über USB-C auch weiterhin damit filmen und den Ton aufnehmen. Also das wäre jetzt ein Workaround, was diesen einen Nachteil wirklich auch ausmerzen kann, wenn ihr über 5 Stunden Akkuleistung dauerhaft braucht. Ja, das waren jetzt meine Punkte, die ich damit gefunden habe. Ich bin super happy mit dem Teil. Freue mich, wenn ich euch durch dieses Video das Gerät oder das Lavset näher bringen könnte. Vielleicht wart ihr ja auch, so wie ich, lange auf der Suche nach einem bezahlbaren Funkmikrofonset für eure spiegellose Kamera. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Abo oder ein Like und mache natürlich noch weitere Videos für euch, wenn ihr das denn möchtet. Bye bye, euer Siegfried Eichhorn.